So, willkommen zurück zu unserer fünften Folge Let's Play Victoria 2 mit unserem Projekt Indien. Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das, was ich da tue, Sinn macht oder eben auch nicht. Schauen wir mal. Das letzte Mal haben wir hauptsächlich mal versucht, unser Heer ein wenig aufzubauen und unsere Wirtschaft zu stärken, unsere Alphabetisierung anzutreiben. Wir haben immerhin schon 7,1% der Bevölkerung alphabetisiert. Irgendwann mal sollte das abkicken, wie nur was. Wir haben derzeit ein Wachstum, täglich Forschungspunkte von 2,55 mittlerweile. Wir haben bei 2 gestartet. Naja, was soll's, ganz gut. Okay, so, unser Heer ist mittlerweile in der Größe, die ich es haben wollte. 3x24, vielleicht machen wir bei jeder Armee noch eine Truppe dazu. Ihr kriegt noch einmal eine Infanterie. Ihr bekommt eine Kavallerie. Und ihr kriegt noch eine Infanterie. Schauen wir mal bezüglich Vorratslimit. Passt das noch? Jop. Die können alle noch hier ernährt werden. Wir sind ein bisschen beim Geld ein bisschen zurückgegangen. Was ich ein bisschen ärgerlich finde. Vielleicht sollte man doch da wieder auf 50% gehen. Da dafür auf 30% zurück. Gut, na dann. Da brauchen wir noch eine Infanterie, haben wir gesagt. Infanterie. Hier braucht es noch eine Kavallerie. Einmal Kavallerie. Und zwar geht die hierher. So, und ihr braucht noch eine Infanterie. Da die Infanterie her. Passt. Und weiter geht's. Ja. Und Mexiko wird kleiner. Hey, mach weiter. Spiel. Ja, wir haben schon wieder die Cholera. Das ist echt mühsam. Ich hasse die Cholera. Wir kriegen immer weniger Leute statt mehr. Ah, Cholera ist vorbei, offensichtlich. Gott sei Dank. Blödes Ding. Was? Was ist jetzt los? Jetzt haben wir wieder Minus. Vielleicht ist das doch nicht nur die Cholera, sondern auch irgendwelche anderen Sachen. Ja, die mögen uns alle, ich weiß, aber das Problem ist, was bringt mir das? Gar nichts, oder? Wir könnten natürlich warten, na, wir könnten natürlich hoffen, dass Großbritannien irgendwann mal einen wirklich großen Krieg hat. Und während Großbritannien diesen wirklich großen Krieg hat, können wir versuchen, aus Großbritannien einige Teile rauszureißen. Das wird auf jeden Fall der Plan sein, mit dem wir vorgehen werden. So, Russland auf 90. Ein bisschen was brauchen wir noch. Dann sind wir auf über 100, dann können sie uns nicht mehr angreifen. Zumindest nicht einfach so. Okay. Ach so, ich komme jetzt noch Truppen, deswegen. Ja, prestigemäßig sind wir sogar 15. Industriemäßig sind wir am Schluss und militärisch sind wir immerhin 13. Eigentlich gar nicht so schlecht. Unser Militär ist ziemlich mächtig. Deswegen können wir die Leute ja auch nicht erhalten. So, das passt. Das passt auch noch. Achso, und du hast noch nicht den dritten. Und wir haben bereits fast 2% Geistliche in unserer Hauptprovinz. Auch das ist eine gute Sache. Eine gute Sache.
Sollten wir da ein bisschen ruhig zurückgehen? Ägypten wird von den Osmanen zusammengeschlagen und die meisten von unseren Leuten können die Grundbedürfnisse decken. Das ist wahrscheinlich, weil ich die Zölle gesenkt habe. Ah, ich gebe die Zölle zumindest auf 20% drauf, vielleicht. Vielleicht habe ich dann wieder ein bisschen Gewinn. Oder auch nicht. Vielleicht hat das überhaupt keinen Effekt auf meine Gesamtwirtschaft, weil sich die Leute sowieso nichts leisten können und deswegen auch keine Zölle zahlen können für irgendwelche Gerätschaften, die sie sich sowieso nicht leisten können. Hallo? Ungemacht, oh, das scheint. Blablabla. Okay. Oh, Griechenland, Osmanen. Das könnte zu einem Krieg führen. Naja, so früh im Spiel kommt das normalerweise nicht zum Krieg bei Konflikten. Russland. Das war klar, Frankreich unterstützt immer Russland. Ah, das war auch relativ klar. Hey, Kokand will ein Bündnis. Na, das machen wir doch glatt. Ich weiß zwar nicht, ob es was bringt. Ah, die tendieren auch eher zu Russland. Das ist cool. Ah, die hier zu den Osmanen, wobei die Niederlande sind wurscht. Preußen ist wichtig. Ah, die auch zu den Osmanen. Na, es wird nichts werden mit dem Krieg, fürchte ich. Oder vielleicht gerade deswegen, weil Österreich und Preußen auf zwei unterschiedlichen Seiten vielleicht sind. Das wäre natürlich interessant. Dann wäre, wer wäre denn auf der Gewinnerseite? Wahrscheinlich Großbritannien schon. Ja, schon ziemlich sicher. Ja, die ganzen Länder mögen mich. Oder versuchen mich zu mögen. Ach weh, was ist los? Jetzt haben wir so viele Truppen, die kosten alle Geld. Gehen wir da 45% bezüglich des Solds. Wir müssen langsam ins Positive kommen. Das geht nicht, wir können dann nicht im Negativen bleiben, weil irgendwann mal müssen wir dann Schulden zahlen und das wäre gar nicht gut. Ach so, naja, ist eh klar. Ist auch so, dass die neuen Lehrer, die wir ausgebildet haben, jetzt beginnen, mehr Geld zu kosten, weil es natürlich mehr Leute sind. Ah, Konflikt ist noch immer nicht bereinigt. Jetzt eher auf der russischen Seite. Und du bist doch eher auf der osmanischen Seite. Oh! Die wollen Russland erniedrigen. Vielleicht kommt es ja wirklich zum Krieg. Und mit etwas Glück halten sich die zwei raus. Wenn sich die zwei raushalten, Österreich und Preußen, dann ist es tatsächlich unentschieden, weil Großbritannien ist in solchen Kriegen ziemlich schlecht normalerweise. Frankreich hingegen ist normalerweise eher gut und die Russen. Wenn Preußen nicht auf der Seite von den Osmanen kämpft, dann sehe ich schwarz für die Osmanen in dem Zusammenhang. Wenn natürlich Preußen auf die osmanische Seite geht, dann haben die anderen wahrscheinlich keine Chance. Interessant. Interessant. Vielleicht sollte ich tatsächlich beginnen. Oh, Österreich ist auf die Seite gestiegen. Das ist natürlich schlecht, dass das ist jetzt wahrscheinlicher, dass Preußen auf die andere Seite geht. Und Österreich ist definitiv kein Gewinn für die russische Seite. Kriegstrommeln. Oh, und wir haben einen Kriegsgrund gekriegt gegen Großbritannien, aber einen erniedrigen Kriegsgrund. Versteht's mich nicht falsch, das ist vollkommen unmöglich, den einzutreiben. Wie soll ich das machen? Ah.
Was bringt mir. Was kann ich machen mit dem Kriegsgrund? Nix, oder? Also kann ich Ihnen den Krieg nicht erklären. Ihr könnt einen Krieg erklären oder eine Kriegserklärung erhalten, wenn ihr euch in einem Konflikt befindet. Wir befinden uns in keinem Konflikt. Ach so, Großbritannien aber. Okay. Also ich kann keinen Krieg haben, während ein Konflikt stattfindet. Oh, komm schon, Preußen, halt dich raus. Das wäre super. Dann wird nämlich Großbritannien eine auf den Deckel kriegen. Wenn Großbritannien eine auf den Deckel kriegt. Oh, das wäre super, wenn sich die raushalten würden. Da könnte man das vielleicht mit dem Kriegsgrund tatsächlich versuchen. So früh im Spiel und schon einen Krieg. Und Preußen hat sich rausgehalten. Das ist ja großartig. Also die Niederlande wird jetzt einmal zusammengeschlagen von Frankreich. Und die Osmanen werden zusammengeschlagen von Russland und Österreich und Griechenland. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Wenn sie es jetzt noch schaffen, dass Großbritannien nicht anlanden kann. Das ist super. Verschwindet sie mit euren Truppen? Wie lange haben wir den Kriegsgrund denn noch? Wie lange haben wir den Kriegsgrund noch? Steht das hier? Nö. Wo steht denn das mit dem Kriegsgrund? Hier steht das. Erniedrigen bis 1. November 1846. Oh, wir müssen uns echt schnell entscheiden. In zwei Monaten ist es aus. An dieser Stelle sollte eine Werbeeinblendung kommen. Ich mache eine Sicherheitskopie. Also ein Safe Game. Ich mache ein Safe Game. Mit wem ist denn... Ah, warte mal, die sind hier mit all diesen kleinen Mini-Staaten verbündet. Das ist nicht schlecht mit diesen Mini-Staaten, wenn sie verbündet sind. Das bringt mir viele Kriegspunkte. Weil die Mini-Staaten kann ich ja killen. Oh yeah. Nur Großbritannien kann ich nicht killen. Wollen wir da stehen. Das ist eine schwerwiegende Entscheidung. Herrschaften, an dieser Stelle mache ich etwas, was man eigentlich nicht tun sollte in dem Spiel. Ich werde abspeichern. Nur wenn ich sehe, dass der Krieg absolut in die Hose geht, kann ich noch immer zurückrudern. Und können Sie Punsch abverlangen von mir? Nein, das ist meine Hauptstadtprovinz. Gut. Also sie können mich, keine Ahnung, in ihre Einflusssphäre zwingen oder so irgendwas. Das wäre eigentlich gar nicht einmal so schlimm. Was kann man schon passieren? Naja gut, sie könnten irgendwelche Provinzen von mir verlangen. Sind zum Beispiel. Das wäre nicht so schön. Aber wenn ich sehe, dass es ganz schlecht läuft, dann kann ich noch immer versuchen, gleich aus dem Krieg rauszugehen, bevor sie noch anfangen, irgendwelche Forderungen zu stellen. Und bis dahin kann ich versuchen, diese ganzen Kleinstaaten da zu besetzen. Ja, abspeichern tue ich trotzdem. Und wenn der Krieg wirklich schlecht läuft, dann sagen wir einfach, oh, tut uns das leid, das hat nicht funktioniert. So, jetzt lassen wir die mal weggehen da. Wir warten bis zum absolut letzten möglichen Zeitpunkt, nämlich bis zum... Sollen wir das gewähren? Nö. Hier könnte ich mich mal gern haben. Bis zum letztmöglichen Zeitpunkt, weil erstens haben wir dann die schon
in der Nähe. Am 19. Oktober sind die da, das passt. Da können wir nämlich die drei Mini-Staaten da mal angreifen. Schauen wir mal, ob das was bringt. Jetzt heißt's Obacht. Mit wem sind denn die verbündet? Mit urvielen Staaten. Das wird uns Prestige bringen. Das bringt uns sicherlich urviele Punkte. Wenn wir den Krieg gewinnen würden. Was wir nie und nimmer schaffen werden. Wir werden es trotzdem jetzt mal machen. Ah, wir sind, naja, ganz gut. Ganz, 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 ganz viele lustige Staaten führen jetzt Krieg mit uns. 1% ist nicht gut. Das klingt mal nicht gut. Jetzt schauen wir uns mal den großen Krieg an. Was da so läuft. Hey, was geht ab? Wo ist denn da was besetzt? Naja, Russland hat da natürlich was besetzt und Österreich hat da was besetzt. Das war abzusehen. Also die Osmanen werden da wegknicken, wie wahnwitzig. Wichtig ist nur, wie Frankreich sich gegen Großbritannien behaupten kann. Und ob Großbritannien jetzt in der Lage ist, da was dagegen zu tun, dass wir hier bei ihnen in den Miniländern einfallen. Oh, da ist auch Dings dabei. Da sind auch Kavallerie dabei. So leicht dürften die nicht zu besiegen sein. Wartet mal. Ah, wir sollten da ein bisschen weiter raufgehen. Und das müssen wir da halt runtergehen auf 20% bei beiden. Du wartest noch. Na gut, das kannst du riskieren. Das kannst du auch riskieren. Sehr gut. Jetzt etwas besser drauf. Ja, sehr gut. Auch diese Schlacht haben wir gewonnen. Schauen wir mal, wie schnell wir diese Gebiete unter unsere Kontrolle bringen. Wo gehst denn du hin? Nach Patan. Und du gehst nach Umakot. Naja, soll sein. Normalerweise müssten wir schneller belagern als die, also so gesehen. Ja, Belgien, Portugal helfen natürlich auch alle mit, ist schon recht. Und die Osmanen. Jep, ihr dürft's durch bei mir. Ist okay. Ist okay. So, vielleicht sollten wir auch mit der Geschwindigkeit dann etwas runtergehen. Machen wir da weiter. Uff, 64.000 Mann, wo kommen die her? Bist du wahnsinnig? Na? Ah ja, oh ja. Die kümmern sich um die 17.000 da oben. So, schauen wir mal. Wir sind bei 1%. Na schau an. Die Schlachten haben genau nichts gebracht. Okay. Mhm. Können wir die Einzelnen aus dem Krieg rausnehmen? Wir können Kriegsziele hinzufügen.
Na ja, gehen wir weiter nach Rajkot, was soll's? Was soll uns schon viel passieren? Die verhungern hoffentlich alle in meinem Land. Okay. So, wir werden da ein bisschen runtergehen mit den. Ah, verdammt. Vielleicht verhungern sie uns doch nicht in unserem Land. Autsch. Natürlich schlecht. Wo gehen die alle hin? Nach Mantwi? Nach Karachi geht da eh keiner, oder? Können wir nach Karachi fliehen? Komm schon, lass mich fliehen. Lass mich fliehen, lass mich fliehen, lass mich fliehen, lass mich fliehen. 103.000? Ah, okay, das war's dann mit denen. 103.000? Wo nehmen die diese Truppen her? Bist du deppert? Okay. Ich nehme alles zurück. Von wegen, das ist einfach. Ich glaube, wir hätten da die einzelnen Armeen trotzdem. Wir hätten die einzelnen Armeen zuerst killen sollen. Das wäre klug gewesen und nicht ihnen gestatten sollen, sich zu vereinigen da. Gut, da haben wir gewonnen. Wo rennen denn die hin? Nach Lahore und Firuzpur. Wo ist Firuzpur? Ist das Firuzpur? Na, no, das ist Bikaner. Firuzpur ist da. Und wo ist Lahore? Da, oder? Nein. Wo ist Lahore? Ah, da. Wir gehen auch nach Lahore. Ja, Lahore dürft es nicht einnehmen. Ist jetzt wahnsinnig. Ist okay. Wir müssen da einzelne Truppen zuerst einmal killen, nachdem wir da gerade eigene verloren haben. Wie nur was? Oh, verdammt. Wir verlieren da noch einmal Truppen. Und wir auch noch. Au. Wie können sich die das leisten? Das sind lauter Wahnsinnige, die nichts können eigentlich. Wie können sich die 300.000 Truppen leisten? Autsch, wir sind schon auf minus 3%. Okay. Wisst ihr was? Wir werden das gleich nochmal versuchen. Aber dieses Mal werden wir es ein bisschen anders starten. Wir machen den Krieg schon nochmal. Aber wir werden dieses Mal den Krieg anders angehen. Punjab. Und zwar. Werden wir versuchen, wie schon gesagt, zunächst einmal diese kleinen Truppen da alle zu erledigen. So. Je mehr kleine Truppen wir erledigen, desto besser. Außerdem werden wir von Anfang an unsere Kosten für die Truppen erhöhen. Und für die Bildung bzw. Verwaltung setzen wir die Kosten runter. Für die. Ah, das ist so teuer. Uff. Ja. Genau, wir warten noch ein wenig. Achso, jetzt haben wir wieder da.
Ja, wir haben da noch ein schönes Plus. Das heißt, wir können da ruhig noch ein bisschen raufgehen, damit unsere Truppen besser erhalten bleiben. Und damit unsere... Nö, das ignorieren wir mal. Mal den Krieg. Ich weiß, das mag ein bisschen seltsam klingen, aber wir versuchen es trotzdem nochmal. Nachdem das erste Mal so schief gelaufen ist, machen wir mal da die 12.000 und 9.000. Machen wir zuerst die 9.000. Du machst die 3.000, du machst die 18.000. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Und wir bleiben möglichst mit den Truppen zusammen. Okay. Ist da hier und kümmerst dich um die 12.000. Ah nein, langsamer wollten wir es machen. Okay, da haben wir 18.000 vernichtet. Schauen wir mal, ob die 15.000 vernichten können. Wo gehen die hin? Die stehen da einfach nur rum. So, 12.000. Nein, ihr bleibt noch da. Die 23.000 kümmern sich um die 12.000. Jodhpur, Jodhpur. 17. November, 29. November und 24. November. Na gut. So, ihr bleibt einmal da. Die versuchen da wegzukommen nach Udaipur. Das wollen wir auf keinen Fall. Die versuchen auch nach Udaipur durchzukommen. 20.08. 25. Mist, die schaffen das natürlich. Wo gehen die hin? Nach Patan. Bis zum 13. November. Ah, das ist gut. 22. November. Naja, Mist, die sind auch zu langsam. Schade eigentlich. Schauen wir mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Bist du wahnsinnig? Wo ist Jodhpur? Da ist Jodhpur. Wie viele kommen dorthin? 30.000. Okay. Wow, Wahnsinn. Das sind Leute. Wann sind die dort? 29. November in 11 Tagen. Dauert die Schlacht noch so lang? Eins. Nein. Die Schlacht ist vorbei. Jetzt sind wir dort in der Verteidigungsposition. Was haben wir da? Panipat und Jodhpur. Gut, lassen wir sie mal nach Jodhpur kommen und dort können wir sie abfangen. Mandvi und Udaipur gehen die. Mandvi ist da und Udaipur ist da. Hm. Na, wir warten noch. Kommen die noch nach Jodhpur? Das will ich doch hoffen. Ah, sehr gut. Die haben sich getrennt. 25. 25. Erwischen wir die? Nö, natürlich nicht. Ach Gott. Halt, 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 halt. Das muss man schon anschauen. Man muss schon mithelfen. Das geht da nicht.
sind 17.000 Mann. Ha, Jodhpur gewonnen. Puh, aber nur irgendwie. So, die gehen nach Firozpur, das ist so ärgerlich. Und die gehen nach Baroda, wo ist Baroda? Wo zum Henker ist Baroda? Ich hasse das, wenn sie irgendwo hingehen, wo ich es nicht sehe, wo es ist. Daher? Echt jetzt? Kommt schon, gibt's aber Gas, wir müssen dann nämlich hinten nach, hinter denen. Das Umakot? Nein, das ist Jodhpur. So, ihr kümmert euch um dieses hier. Ah, nein, nein, nein. Ach Gott. Und wieder verloren. Ja, auf jeden Fall. Da sind auch noch ein paar Briten. Autsch. Waren da auch Briten dabei? Oh, bist du deppert, Hyderabad. Was schicken die da rauf? Was haben die für Truppenmassen? Und verloren. Autsch. Okay, Herrschaften, wir hören hier auf. Das ist kein Krieg, den wir gewinnen können. Wir starten nochmal von Neuem. Bist du deppert, die haben Truppen. Okay. Herrschaften, ich speichere hier nicht ab. Ich drehe einfach ab. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und das nächste Mal machen wir im September 1846 weiter. Vielleicht ergibt sich noch irgendeine andere Möglichkeit. Also diesen Krieg kann man so nicht gewinnen. Pff. Wenn ich das gewusst hätte, da brauchen wir echt andere Truppen, damit wir gegen diese anderen Kleinstaaten da überleben. An und für sich sollten wir eh besser sein, aber naja, gut. Wir müssen zumindest einige Truppenkörper haben, die besser sind, aber scheinbar haben die zumindest auch einige Militärtechnologien von den Briten gekriegt. Vielleicht hilft es in der Einfluss, also nicht in der Einflusssphäre, sondern in der, wie heißt das, ein Vasallenstaat von Großbritannien zu sein. Ja, Hyderabad ist halt extrem groß. Na gut, versucht haben wir es. Wir sind halt gescheitert. Bis dann. Wir sehen uns das nächste Mal.